Hallo und herzlich willkommen zur Delikatus.ch Kochshow. Ja, ihr Lieben, heute gibt es wieder eine Buchempfehlung. Ich möchte euch das Buch Gute Fette, Böse Fette vorstellen. Dieses Buch ist von meiner guten Freundin Romy Dolé, einer Ernährungsberaterin und natürlich Autorin, geschrieben worden. Und ich persönlich finde dieses Buch richtig gut für generell für die Ernährung, weil es wird ja immer wieder beschrieben, dass Fette sehr ungesund sind. Zum Beispiel Butter und Kokosöl sind gesunde Fette. Und es wird auch in diesem Buch sehr gut beschrieben, warum Fette für unseren täglichen Tagesbedarf notwendig sind. Fette sind für so viele Sachen im Körper zuständig und in der Gastronomie, sprich in der Küche, ist Fett das Nonplusultra. Es ist ein Geschmacksverstärker und hat im Körper viele Funktionen. Wer das wissen will, der schaut sich meinen Artikel an. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort ist wirklich alles haargenau beschrieben, meine Empfindung zu diesem Buch, was Fette im Körper verursachen, dass Vitamine da eine Rolle mitspielen und so weiter und so fort. Aber warum haben viele Menschen so eine Fettphobie? Die Werbung suggeriert uns Leitprodukte und weiß der Teufel nicht, was es alles zu kaufen gibt. Aber in Wahrheit sind das die wirklichen Dickmacher. Weil die Produkte, die man kaufen kann, zum Beispiel frisches Gemüse, egal was es ist, die meisten Produkte werden auf Böden hergestellt, also zum Beispiel Gemüse, Kartoffeln, die überhaupt keine Nährstoffe mehr im Boden haben und somit auch das Lebensmittel qualitativ viel, viel schlechter ist. Das heißt, unser Körper verlangt immer mehr, immer mehr, immer mehr, weil die gewissen Nährstoffe, die er braucht, fehlen. Bedeutet im Umkehrschluss, je mehr wir essen, umso mehr ist da. Das heißt, mit der richtigen Ernährung, mit den richtigen Fetten, mit der richtigen Zufuhr von Vitaminen ist das alles gar nicht so schlimm. Und wie das alles funktioniert, wie das mit der Ernährung zusammenhängt, das erklärt euch Romy in ihrem neuen Buch, was ich persönlich richtig cool finde. Und ich kann euch das wirklich nur wärmstens empfehlen. Wer auf eine gesunde Ernährung Wert legt, der kauft sich dieses Buch und ihr werdet staunen, wie viele Kilos ihr verlieren werdet. Also ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Und würde mich freuen über ein paar Feedbacks über dieses Buch, wenn ihr euch das gekauft habt. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Buchempfehlung. Euer Marcel Brenz.